So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Saphir Edition. Yay, yay und yay. So, Spaß beiseite. Ja, jetzt geht's ab, weiter zu den nächsten Orden, die wir zu erledigen haben. Ja, wir haben immer so viel zu tun, Mann. Wirklich, der Aufgabenplan ist immer so prall gefüllt, ey. Und denkt man auch wirklich, ey, ernsthaft. So, wir haben hier ein paar Trainer zu erledigen. Ach, nicht die. Ja, die. Ja, ich kämpfe mal wieder. Das wievielte Mal kämpfe ich gegen die eigentlich schon, ey? Also, ich kämpfe gegen die schon ziemlich oft. Das muss ich schon sagen. Also, ich kämpfe gegen die verdammt oft schon. Deswegen weiß ich, dass auch gleich ein verdammtes Roselia kommt. Ja, das weiß ich einfach so. Ja, ich weiß das aus dem Kopf. So, Kilia. Wobei jetzt hier Frisselblitz das doch eher machen könnte, aber irgendwie habe ich mich, glaube ich, da gerade gegen entschieden. Ich weiß nicht wieso. Es war einfach so. Aber ich finde irgendwie, dass wir immer noch zu schwach sind. Also ich habe immer so noch den Gefallen. Also ich habe das Gefühl irgendwie, wir sind doch noch zu schwach. Ich weiß nicht, also wir sind ja jetzt ja so ein paar Level höher als die Gegner, aber irgendwie immer noch zu schwach, finde ich. Ja. Also ich brauche das jetzt nicht vorlesen, oder? Oh, die hat rote Augen. Also ich hoffe, ihr seht das jetzt mit den roten Augen, ne? Die hat rote Augen, verdammt nochmal. Und hier hat sie keine Augen. Fail! Na, Spaß. 6 zu Junglot. Das ist ein Job für Junglot. Und natürlich die Paralyse. Mal wieder. Immer setzen sie Paralyse ein. Oh, ich setze jetzt Wachstum ein. Zuerst muss ich aber paralysieren, aber dann erstmal eine Attacke machen, die nichts zieht. Nee, ist klar, Kollege. Hört auf, bitte. Hört auf, ey. Scheiße. Tja, ich bin einfach besser. Besser als ihr alle zusammen. Das ist normal. Nein, bist du nicht. Du bist nicht stark. Ich bin stark. Muhahaha. Diabolisches Lachen. Haha. Es ärgert mich ein bisschen, dass Frisseblitz jetzt... Junglut paralysiert ist. Ich hasse sowas, ey. Ich mag sowas einfach nicht, ey. Okay, ein Knilz. Gut. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, als Junglut zu holen. Klar, ich hätte jetzt auch Pelipper nehmen können, aber... Der hat, glaube ich, Spurenwirt als Fähigkeit. Und wenn ich ihn, glaube ich, direkt treffe, dann war es das auch schon. Dann kann sein, dass er irgendwelche scheiß Statusveränderungen bekommt. Was ich persönlich richtig beschissen finde. Ich hasse sowas, ey. So, jetzt kommt Pelipper dran. Unser Matchmaker mit Feuer-Pokémon und Boden und Gestein und wie sie alle noch heißen. Die Aquaknurre. Viele besiegt irgendjemanden. Ja, ist eine Göre. Ihr seid alle schlecht. Gebt doch einfach zu. Oh, jetzt kommt Medidi. Nee, ist klar, ein Turmkick. Erlernt Medici das wirklich auf Level 18 Turmkick? Ich weiß es nicht, Leute. Da habe ich keine Ahnung von. Ey, ihr habt's eilig. Ich muss weiter. Ich muss immer und immer weiter. Standardspruch. Ich muss immer weiter.
So, jetzt geht's weiter. So, irgendjemanden haben wir zu Trümmerer beigebracht. Ja, das war Geradax. Ach ja. Die trifft man, glaube ich, dreimal. Die trifft man dreimal, die Penner, ey. Dreimal! Ernsthaft, man, dreimal! Und immer mit den gleichen Pokémon. Das ist richtig nervig, ey. Ich persönlich finde das sehr nervig. Ja, wir müssen wechseln. Wir können ja leider nicht... ja, wir können leider nicht ein Magnetilo ja, mit Elektro oder Psycho-Attacken erledigen. Das geht nicht. Leider nicht. Aber der Ultraschall muss doch auch recht sein, ey, ne? Immer diese Attacken, die sein müssen. Ja. Nein. Oh. Ich habe keinen Bock, den in ein Interview zu geben. Da habe ich... Also ich habe das spontan immer gemacht gehabt, irgendwelche Wörter, immer Wörter, 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 irgendwelche Wörter gemacht, die ich gerade just for fun, ja, ausgewählt habe. Also ganz zufällig habe ich das gemacht, aber ja, ich hatte keinen Bock drauf. Was mich gerade ein bisschen nervt, ist hier, dass Pflanzen-Pokémon kommen. Leute, ich will mein Elektro-Pokémon trainieren. Ernsthaft? Was soll denn der Scheiß? Ja gut, trainieren tue ich sie, aber es geht einfacher. Es geht einfacher. So, besiegt. Level 24. Geht doch. Vielen Dank, ich weiß, dass ich außergewöhnlich bin. Ja, kein bisschen eingebildet, ich weiß. Ja, sorry. Also, ich bin auch nicht oft... Nein. Ich bin nicht oft eingebildet. Aber jetzt muss es erstmal sein. So, manchmal muss es sein. So, ich sollte jetzt zum letzten und zum x-ten Mal jetzt endlich mal Geradax das abnehmen, was es trägt. Ja, Pech gehabt. Adlerauge, nix Genauigkeit. Vernichtung? Nee, nix. Genauigkeit bleibt bestehen. So, jetzt müssen wir das hier gerade noch wegnehmen, was er da hat. Ah, ein Belieber. Ja, das können, Belieber können wir immer gebrauchen. Und das ist der nächste Trainer. Boah, es gibt hier so viele Trainer. Überall Trainer. Ja, Spaß beiseite. Überall Trainer. Überall, wo man sehen kann. Immer Trainer, Trainer, Trainer und Trainer. Nein, Spaß. Wir sind, glaube ich, gleich am Ende. Aber dann geht es noch weiter mit Trainer und Trainer und noch weitere Trainer und Trainer, Trainer und noch mehr Trainer. Mann, das ganze Spiel geht nur mit Trainern, ey. Und die geben immer noch so wenig EP, verdammt nochmal. Ich brauche viel EP. Ernsthaft, man, die geben ganz wenig. Also ich habe immer das Gefühl, dass sie immer sehr, sehr wenig EP-Punkte geben. Gut, das war jetzt in Ordnung. 543, das brauchen wir öfters. Nee, aber diese 100, 200, das kann nichts anfangen mit. Wenn schon, brauchen wir richtig. So, du bist auch noch ein Trainer. Nein, ich mache keinen Picknick. Einfach vor der Flotte? Was? Manche Sitze machen einfach keinen Sinn. Na gut, ich habe sie auch... Ich habe sie wahrscheinlich auch nicht wirklich, ja, ich habe es, glaube ich, nicht so richtig gelesen. Aber egal, es sind ja nur Trainerkämpfe, überall Trainerkämpfe. Wir kämpfen ja nur gegen Trainer, ne? Ja, wir haben immer so viel zu tun hier mit Trainerkämpfen, auch cool, Nobrero, da können wir drinbleiben. Theoretisch, ich könnte auch zu Pelipper wechseln und mit Flügelschlag ordentlich Damage machen. Aber das macht das gute Frisselblitz alleine.
So, aber jetzt kämpfen wir gegen zwei Wanderer. Ich glaube, da müssen wir wechseln. Da müssen wir jetzt gleich mal kurz einen Wechsel machen. So. So, Numero Uno. Der noch extra viel labert. Ich hasse sowas immer. Immer labern. Ich will nur kämpfen. Vier Pokémon? Ja, ist gut. Hat Pelipper ein bisschen trainieren. Training. Obwohl Level 27. Ja gut, was auf uns später noch wartet in diesem Spiel, da brauchen wir auf jeden Fall genügend Training. Also. Ey, wir nehmen es an. Wir nehmen es an. Wir nehmen es mit Freuden an. Hätte zwar gern weniger, aber hey. Man kann nichts machen. Das Blöde ist, wir kriegen jetzt auch gleich nicht Surfer. Dauert noch ein bisschen, bis wir Surfer bekommen. Ich hasse sowas wirklich. Also ich mag das nicht, wenn man so nicht so gute Attacken hat. Ich mag das immer, wenn man super starke Attacken hat. Dann macht es nämlich viel Spaß. Dann kann man die Gegner auch viel schneller ausschalten. So, wir besiegen den Spieler Heimke. So, und jetzt kommt... Dann nicht, ey. So, los, Dors. Okay, da oben ist Team Aqua, da kommen wir momentan nicht vorbei. Deswegen geht's auch weiter mit dem Training. Na gut, nicht Training, aber es geht weiter mit den ganzen Kämpfen, Trainerkämpfen. Ja, es warten, glaube ich, noch einige, bis wir durch sind, dann dauert das noch ein bisschen. Und dann noch weitere Trainerkämpfe. Also ganz ehrlich, wir haben hier so viele Trainerkämpfe zu erledigen, ey. Mama mia. Deswegen, aber wir kommen teilweise recht gut vorbei. Wir haben jetzt gerade auch eine ganz rechte Trainerwelle ausgeschaltet. Dass wir jetzt gleich noch weitere Trainerwellen haben, ist ja auch ganz klar, ne? Ja, weitere Trainerwellen, immer Trainerwellen. Kilia erreicht Level 23. Mal was Erfreulicheres. So, dann gehen wir jetzt hier rein. Da kann man sich unter anderem Feuer-Pokémon auch schnappen, wenn man es wollte. Stärke haben wir noch nicht. Die hole ich mir später. Um Stärke zu bekommen, brauchen wir jetzt Zertrümmerer. Das haben wir ja schon, aber ich werde jetzt zu faul, nach rechts zu gehen. Da gehen wir jetzt gleich hin, wenn wir... Oder nicht gleich, beziehungsweise wir gehen da jetzt wieder hin, wenn wir bei Malvenfrost City wieder sind. Müssen wir da... Naja, Route 11. Du gibst mir jetzt die Geheimpower. Ja, in der neuen Edition ist das ein bisschen schöner gemacht worden. Also ich bin persönlich ein nicht wirklicher Freund von Geheimbasen. Also war nicht so mein Ding, ist nicht mein Ding. Hau rein. So. Und weitere Trainerkämpfe. Was hat die jetzt gelabert? Ich möchte sie engagieren, die Schauspieler oder so. Was laberst du? Ernsthaft, Mann. Bei einigen Sachen, da wundert man sich so. Da sagt man echt, hä? Ernsthaft? Also ich wundere mich wirklich bei einigen Sachen da. Also wirklich, einige Dialoge sind so bescheuert oder so. Ich wundere mich da immer so dabei, also keine Ahnung. Naja, ich wundere mich da sehr bei. So, noch ein Roselia, da wechseln wir zu Jungblut. Wir brauchen nämlich alle EP-Punkte, immer Erfahrungspunkte, wir müssen nämlich immer stärker werden. So, die Glutattacke und dann müsste es gewesen sein, jo. War ja locker flockig. Spiele besiegt den Arztrainer. Wobei man da jetzt nicht weiß, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ich verstehe das nicht. Naja. Durch die Lava. Ein Pandier. Level 15 brauchen wir nicht. Nö. Ich werde mit diesem Team, was wir jetzt haben, richtig das Spiel durchspielen. Ich versuche es durchzuspielen. Ich kann es aber nicht versprechen. Ich hoffe es.
Und da ist der nächste Trainerkampf. Aber das fand ich schön gemacht hier mit der Asche und so. Das ist geil. Also das ist mal wirklich was Neues, was sie da reingepackt haben. Das gefiel mir auch schon sehr. Ich habe Saphir auch wegen einem anderen Grund gemacht gehabt, der aber erst sehr, sehr viel später in diesem Projekt noch kommen werden wird. Das passiert nämlich, wenn wir das legendäre Pokémon hier treffen. Aber ich... Gut, beziehungsweise es ist jetzt nicht wirklich ein Spoiler, weil absolut jeder kennt Pokémon. Jeder! Und jeder weiß auch wirklich, was an diesem Spiel vorbeikommt. Ja, aber es spielt wirklich jeder anders. Also ich spiele es komplett anders als andere Leute. Aber wie ihr ja auch wisst, ich habe wirklich vor, alle Pokémon-Spiele zu Let's Playen. Wobei ich da noch ziemlich, ich werde das wahrscheinlich, die gesamten DS-Teile und so, die werden definitiv noch kommen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, Enthüllungen. Nur bei den 3DS-Spielen, da bin ich mir jetzt relativ unsicher. Nicht, dass ich keinen Bock habe, ich muss erstmal... Ja, ich würde sagen, da können wir uns erstmal Zeit lassen, weil wir haben nämlich sehr, sehr viele Spiele noch, also ich habe super viele Spiele noch geplant, wirklich. Das liegt auch daran, dass ich eine verdammt große Sammlung an Spiele habe. Und ganz viele der Spiele, da möchte ich auch sehr gerne noch Let's Playen. Deswegen haben wir sehr viel vor. Also auf diesem Kanal kann noch sehr viel vorbeikommen. Kann man sich dem Sinne ja schon freuen. Das Equipment habe ich ja jetzt Gott sei Dank endlich mal wieder zusammenbekommen. Somit kann ich ja endlich die ganzen Lieblingsprojekte von mir durchstarten. Ich freue mich da schon richtig doll drauf. Also ganz viele verschiedene Projekte wollte ich machen. Ich wollte auch eventuell einige Need for Speed Teile auch spielen. Ja, ich komme jetzt zum Reden, weil wir die ganze Zeit gegen Trainer kämpfen. Das ist langweilig. Wir haben gleich zwar, ein bisschen später haben wir noch einen gleichen Lesenpart zu erledigen, aber das dauert noch ein bisschen. Ja, auf jeden Fall Need for Speed habe ich sogar vor. Ja, ich habe dieses Höllenspiel vor zu spielen. Irgendein Rennspiel wollte ich auf jeden Fall spielen. Ja, ich mag Rennspiele deswegen. So, wir überspringen einige. Einige Stellen auch, weil ich nicht so wirklich Lust drauf habe. Also ich versuche ja gegen jeden anzutreten, aber... ich kenne das manchmal auch selber. Ihr habt auch manchmal gegen einige gegen einfach keinen Bock zu kämpfen. Ja, ist einfach so manchmal. Manchmal hat man einfach keinen Bock. Ein Ninjas, das kommt Frisseblitz zum Einsatz. Und ich habe...